Liebe Katja Timm, Ihr Text ist ein Beispiel dafür, welche ungeheure Kraft in einem Essay stecken kann. Das ist die Kraft von 10 tollen Leitartikeln, das ist die Kraft von 5 tollen Reportagen, all das zusammengepackt in einem Essay, das einem unter die Haut geht. Wenn Demografie, wir reden oft von Demografie, von den Problemen der Demografie. Demografie ist ein Fremdwort, das Sie uns auf eine unglaublich packende und unglaublich anrührende Weise übersetzen. Liebe Katja Timm, erlauben Sie mir, dass ich ganz persönlich anfange. Es war eine Zeit, in der die Zahnärzte noch Dentisten hießen und sich noch nicht jeder Deutsche die dritten Zähne leisten konnte. Wenn meine Tanten damals meiner Großmutter ihre neugeborenen Enkelkinder präsentierten, dachte die alte Frau, Jahrgang 1877, anschließend über eine anthropobiologische Frage nach. Wie es denn komme, so sinnierte meine Großmutter, dass man gemeinhin die kleinen Kinder ohne Zähne als possierlich, die zahnlosen Alten aber als hässlich betrachte. Die Zahnlosigkeit der Alten akzeptierte sie unter Bezugnahme auf das Bibelwort: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich eingehen, als eine eschatologische Notwendigkeit. Und so war theologisch höchst fragwürdig, aber für meine Großmütter recht befriedigend, der körperliche Verfall erklärt und eingebettet in die Volksfrömmigkeit. Großmutter ist nach einem Leben in der Großfamilie 1962 gestorben. Sie war 77 Jahre alt. Seitdem hat sich unendlich viel geändert in der Gesellschaft. Die Menschen sind älter geworden. Es sind wohl in der letzten Zeit mehr Altersheime als Kindergärten gebaut worden. Die Generation nach meiner Großmutter, die Kriegsgeneration, stirbt im Altersheim. Das ist das Thema von Katja Timm. Das ist ihr Thema. Der Vater der Autorin gehört zur Generation der traumatisierten Kriegskinder. Er war als kleiner Junge mit seiner Schwester Teil eines ostpreußischen Flüchtlingstrecks. Über die Furchtbarkeiten, die er dabei erlebte, hat er nie geredet. Jetzt, im hohen Alter, bricht alles aus ihm heraus, weil der mentale Widerstand gegen diese Erinnerung zerbrochen ist. Katja Timm schreibt das auf. Sie schreibt zart, leidenschaftlich, präzise, sie schreibt empfindsam und sachlich. Sie schafft es, die Schwierigkeiten, die sie bei der Pflege ihres eigenen Vaters erlebt hat, zu verweben mit den Grundproblemen des demografischen Wandels. Im Jahr 2050, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Jahr 2050 werden in Deutschland über 4 Millionen Menschen pflegebedürftig sein. Wie soll das funktionieren? Wie soll dann funktionieren, was schon heute bei knapp halb so hohen Zahlen nicht funktioniert? Der Umgang mit den Alten ist das Megathema unserer Gesellschaft. Katja Timm führt uns in dieses Thema ein in einer Weise, für die man ihr unendlich dankbar ist. Aus dem Stapel von einschlägigen neueren Veröffentlichungen zu diesem Thema ragt ihr Beitrag nicht nur deswegen heraus, weil er ein wunderbares Beispiel für die Poetik des Journalismus ist, sondern weil Katja Timm die Probleme der Pflege der alten Menschen verbindet mit der Erinnerungslast der Kriegsgeneration. Sie schreibt vom schweren Alltag und der Pflege des alten Vaters und von den schwerenden Erinnerungen an die Kriegs- und Fluchtzeit, von den inneren Verletzungen, die nie vergehen. Ich muss gestehen, ich habe eigentlich einen gewissen Überdruss an Ich-Reportagen, an Erlebniserzählungen, an einem Journalismus, der die Person des Autors mit ins Zentrum stellt. Katja Timms Beitrag wurzelt nun zwar in eigenen Erlebnissen und eigenen Erfahrungen, aber ihr Essay ist nicht nur ein glänzendes journalistisches Gemälde all dieser Nöte. Es ist ein exemplarisches,
ein exemplarischer, in all seiner Individualität allgemeingültiger Text. Katja Timms Geschichte ist von einer Eindringlichkeit, wie sie aus einer ganz anderen Zeit stammend die Bilder von Käthe Kollwitz vermitteln können. Ihr Text ist ein Kunstwerk, das vom Umgang der Generationen miteinander handelt. Dazu gratuliere ich ihr, dazu gratuliere ich Katja Timm mit großem Respekt und großer Bewunderung. Frau Timm, Herbert Prantl hat gerade gesagt, dass er eigentlich diese Ich-Reportagen, diese Sondieren eigener Befindlichkeit nicht so besonders schätzt, dass er das überdrüssig ist. Und man lehrt ja auch junge Journalisten, Distanz zu halten und persönliche Betroffenheit möglichst rauszufiltern. Das schließt sich aus, das ist schwer. Was fiel es Ihnen schwer, über Ich zu schreiben? Ja, das war, es ist das erste Mal, dass ich das Wort Ich benutzt habe in einem journalistischen Text, und das fiel mir sehr schwer. Also es hat eigentlich zwei Hürden. Das ist zum einen diese Eitelkeitsfalle, die da mitschwebt oder mit drin hängt. Denn wenn man Ich benutzt, läuft man ja doch schnell Gefahr, die eigene Person mehr in den Vordergrund zu stellen als das Thema oder den Sachverhalt dessen, worüber man da schreibt. Und das Zweite ist, gerade in so einem Thema, man wird ja plötzlich so schrecklich erkennbar. Man hat ja jahrelang sich hinter so einer Art, allwissenden Erzählerhaltung, ich möchte nicht sagen versteckt, aber zumindest ist man dahinter zurückgetreten, und plötzlich steht man da erkennbar als Ich. Das ist schon eine Form von ja fast so einer radikalen Subjektivität. Da hatte ich große Hemmungen am Anfang. Auf der anderen Seite war mir sehr klar, also wenn ich eine Geschichte über alte Menschen und Pflege und eben diese Kriegskindergeneration schreibe und das in der dritten Person Singular mache, also meinen Vater nur mit dem Namen benenne und mich gar immer so als die Tochter durch den Text ziehe, das wäre auch auf eine Art unlauter gewesen. Denn ich habe natürlich Rechercheeindrücke in einer Intensität, die hätte ich gar nicht gehabt, wenn ich nicht seine Tochter gewesen wäre. Da möchte ich noch mal ein bisschen vertiefen. 2004 haben Sie mit den Tonbandaufzeichnungen begonnen. Als was eigentlich haben Sie da den Knopf gedrückt? Als analytische Journalistin oder liebende Tochter? Nee, also ich habe am Anfang wirklich den Knopf gedrückt als Tochter und als wissbegierige Tochter. Ich wollte mehr wissen über die Hintergründe dieser Familie, aus der ich da stamme. Ich fand das nämlich zunehmend merkwürdig, dass ich mich in die Biografien von fremden Protagonisten reinwühle, und einen Vater habe, der auf eine, fand ich, sehr besondere Art so große zeitgeschichtliche Momente dieses Landes miterlebt hat und von dem gar nichts wusste aus der persönlichen Sicht. Also mein Vater hat, das muss man vielleicht dazu sagen, nicht nur diese Flucht als 14-Jähriger mit seiner Schwester allein auf einem Schlitten erlebt, sondern war auch 6 Jahre lang als Häftling in einem DDR-Gefängnis. Hat dann Politikwissenschaft studiert und ist dann
in die Bonner Republik gekommen, in ein Ministerium, hat also wirklich diese Zeitspanne, ja, der Vorkriegszeit, Kriegszeit, Nachkriegszeit, zwei diktatorische Systeme und dann eben die Bonner Republik erlebt. Und ich als seine Tochter hatte nur so ganz spröde Eckdaten, aber kannte die Geschichten alle nicht. Und er wollte nie erzählen und dann wurde er sehr, sehr krank und ja, dann war ihm irgendwie klar, gut, also wenn ich meinen Kindern noch etwas mitgeben möchte, dann jetzt. Und je mehr wir erzählt und gesprochen haben, desto klarer wurde mir, dass das eigentlich auch als prototypische Geschichte eine tolle Geschichte ist. Oder eine interessante Geschichte ist. Das war schon Geschichte. Eine berührende Geschichte. Wir haben jetzt uns zur Angewohnheit gemacht bei diesen Auszeichnungen, dass dann der Träger oder die Trägerin des Spezialpreises auch selber etwas noch sagen soll und darf. Und deswegen räume ich gerne das Feld. Prima. Dann muss ich noch einmal kurz da hinten etwas holen, denn ich habe eine kleine... Ja, Sicherheit. Es gibt übrigens, ich mache jetzt einfach auch nochmal Reklame, es gibt natürlich auch das Buch von Katja Timm. Sie können also den Artikel lesen, Sie können aber auch das Buch kaufen und lesen. Es ist sehr lesenswert, sehr, sehr liebenswert, sehr lesenswert. Danke Ihnen sehr.